Wir reden hier ja sehr viel über die Zukunft bei der 1&9-Konferenz und sehr viel über Technologie. Und wir senden aus einem Technikmuseum, nämlich im Deutschen Museum. Und da wäre es ja eine ganz gute Idee, das alles mal zusammenzubringen und über die Zukunft des Museums zu sprechen und welche Rolle dabei neue Technologien spielen. Genau das wollen wir jetzt machen. Und zwar mit drei wunderbaren Speakern aus der Digitalabteilung des Deutschen Museums. Ich darf sie euch vorstellen. Hallo Andrea Geipel. Andrea leitet das VR-Lab hier am Museum und koordiniert ein Forschungsprojekt dazu, wie man digitale Storytelling mit Augmented und Virtual Reality in die Ausstellung einbinden kann. Hi Andrea. Hallo. Daneben haben wir den Johannes, der Johannes Sauter, wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Museum. Einer seiner Schwerpunkte liegt auf der Vernetzung von Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen miteinander. Und links davon sitzt noch der Chef von den beiden, Georg Hohmann, der leitet die Digitalabteilung des Deutschen Museums. Die ist für die Digitalisierung, die Dokumentation und die digitale Vermittlung des kulturellen Erbes, das hier im Museum steckt, verantwortlich. Also eine große Aufgabe. Ja. Schön, dass auch du da bist, Georg. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir mit einem Mönch anfangen und den schauen wir uns an und dann reden wir drüber. Zeigt uns doch mal in Ruhe den Mönch. Da ist er. Und lass ihn sich auch bewegen, er ist animiert. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Sonst müsste ich es uns so erklären. Da ist es ein GIF. Okay, dann schauen wir uns so an und die müssen uns erklären. Ich glaube, das GIF läuft jetzt gerade nicht. Wir zeigen ihn nochmal. Okay, er dreht sich jetzt nicht, aber wir haben nachher noch ein Video, da sehen wir ihn nochmal. Erklärt uns nochmal, wenn sich das GIF jetzt drehen würde, was würden wir da sehen? Und zunächst mal, was ist das für eine Figur? Vielleicht einen kleinen historischen Background dazu. Wer möchte den machen? Also einen ganz kurzen historischen Background kann ich geben. Der Mönch ist so um 1560, also 16. Jahrhundert, und ist so eine kleine 40 cm hohe Figur, die vollautomatisch, wenn man sie dann aufzieht, über den Tisch laufen kann. Das heißt, die Füße bewegen sich, die Hände bewegen sich und das Beeindruckende bei einer 40 cm großen Figur ist, dass sich auch Augen und Mund bewegen. Und diese Figur hat, genau, die haben wir im Deutschen Museum ausstellen und die haben wir komplett gescannt. Und das ist eigentlich das Spannende an der Figur, dass wenn man nämlich dieses Holzgewand abnimmt, dann sieht man diese Automatik darunter. Und beim Scannen konnten wir natürlich, also beim Digitalisieren können wir natürlich beide Versionen dieser Figur zeigen. Also wir können sie sozusagen mit dem Gewand zeigen. Dann ist sie natürlich spannend für kunsthistorische Fragen, Fragen auch der Funktion, warum hat man so eine Figur? Und wenn man das Gewand abnimmt, dann kann man eben auch das Wie, also wie funktioniert diese Figur? Wer hat sie gebaut? Könnte man gegebenenfalls versuchen, Informationen rauszufinden, etc. etc. Genau, also eigentlich hätten wir jetzt sehen sollen, aber das ist jetzt an unserer digitalen Technik gescheitert, dass man tatsächlich digital in das Innenleben dieses Mönchs schauen kann, diese ganze Mechanik sehen kann, ohne dass ihr ihn auseinandergeschraubt und kaputt gemacht habt. Wir bleiben da gleich dran, wir zeigen mal ein Video, da sieht man, wie sowas gemacht wird. Johannes, du bist, glaube ich, auch derjenige, der uns das am besten erklären kann. Das gebe ich weiter an den Chef. Ah, der Chef macht das, ja, der ist sehr gut. Wir schauen uns das Video an und da sehen wir, wie so Objekte, Georg, erklärst du vielleicht, was da passiert? Ja, ist so ein bisschen ein bunter Reigen aus den verschiedenen Methoden, die wir im Museum verwenden, um Objekte zu digitalisieren, hier vor allem in ihrer 3D zu digitalisieren. Wir haben ganz klassische Digitalisierungsmethoden bei uns im Haus, also sprich Digitalfotografie. Aber was wir jetzt hier sehen, ist eben quasi der nächste Schritt, die 3D-Digitalisierung. Unter dem fallen halt ganz viele Methoden und auch verschiedene Ansätze. Also was wir gesehen haben, ist einmal der sag fast schon klassische 3D-Scan mit Laserscannern, die ja immer leistungsfähiger werden. Das war die große Sulzer Dampfmaschine, die wir gesehen haben. Dann verschiedene Streifenlichtscanner, die wir im Einsatz haben. Da zusätzlich machen wir fotogrammetrische Verfahren. Das sind halt Verfahren, die vor allem algorithmisch funktionieren, indem man halt mit mehreren Kameras Aufnahmen macht und aus diesen Kameraaufnahmen wiederum das Modell entwickelt. Also da gibt es verschiedene Ansätze und es sind vor allen Dingen deswegen verschiedene Ansätze, also aus zwei Gründen. Einmal wollen wir einfach diese Technik mal ausprobieren, schlicht, um auch die Technik zu verstehen und dann zu schauen, was ist denn für welches Objekt am besten geeignet, weil wir haben, obwohl 3D-Digitalisierung jetzt nicht mehr ganz so neu ist, haben wir halt bei uns im Haus sehr viele Objekte, die sehr, sehr große Herausforderungen sind, sei es vom Material her, von der Art her. Und da ist eben der Mönch vor allem ein sehr Paradebeispiel dazu, weil er von außen relativ einfach zu scannen ist, weil es ist sehr freundlich zu scannen, ist halt Holz. Aber dann geht es natürlich darum, wenn man das aufmacht, ist drin eine Mechanik, die ist aus Metall und teilweise mit glänzenden Oberflächen und so weiter. Und da kommt man schnell an Grenzen von dem, was man handelsüblich machen kann. Wie habt ihr das zu meinem Mönch gemacht? Ausgezogen. Genau, aber wie habt ihr ihn digital ausgezogen? Wir haben ihn tatsächlich echt ausgezogen. Der ist tatsächlich, also die Außenhülle, die ist aus Holz geschnitzt tatsächlich. Die kann man abnehmen. Das haben wir uns natürlich die Restauratoren gemacht. Man kann sich überlegen, dass
Dieser Mönch ist relativ wertvoll. Da gibt es nur noch, irgendwie, glaube ich, 3 Stück weltweit von und ist dann natürlich ein Beispiel der frühen Automaten, also Vorgänger der Robotik, wenn man so will. Und den kann man halt abnehmen und dann kann man halt innen drin die Mechanik sehen, wie man aufziehen kann. Also das ist im Grunde ja so ein bisschen wie so ein Spielgerät, was man heutzutage kennt. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man jetzt gar nicht die Mechanik jetzt so aufnehmen, dass ich die ganzen Zwischenräume erkenne, auch versuchen kann, die Mechanik sichtbar zu machen, dass ich weiß, wie sie funktioniert. Das ist auch eine der größten Herausforderungen, dass wir sagen können, wir wollen ja auch als Technikmuseum nicht nur die optischen Qualitäten sichern, sondern natürlich auch zeigen, wie funktioniert das eigentlich. Und da ist das schon ein Schritt weiter als jetzt normales Fotografieren von den Objekten. Man kann es halt drehen, wenden, man kann es auch irgendwie in virtuellen Brille sich anschauen natürlich. Der nächste Schritt ist dann, da haben wir auch ein Projekt gerade laufen, dann wirklich in die Dinge reinzuschauen mit CT-Scans. Also das ist dann quasi der nächste Schritt, dann wirklich in die Metall, in die Motoren reinzuschauen und zu gucken, genau wie sind die gebaut. Das ist wahnsinnig spannend und ist dann auch ein tolles Ergebnis, wenn man das anschauen kann. Aber nochmal so auf die großen Ebene zurück, ihr müsst kulturelles Erbe verwalten und verbreiten. Wieso helfen euch da so digitale Objekte dabei, euren Auftrag als Museum noch besser zu erfüllen als bisher? Ich würde sagen, dass einfach durch die Digitalisierung hat man einen erweiterten Spielraum, auch für die Vermittlung des Ganzen. Das ist jetzt bei dem Mönch, kann man sich vorstellen, man weiß ich nicht, wenn man eine VR-Brille auffahrt, schrumpft man und geht da rein. Bei der Dampfmaschine, die wir im VR-Lab zeigen, ist es ja auch so, dass man die Möglichkeit hat, zum Beispiel den Kopf in den Dampfkessel zu stecken und sich wirklich anzuschauen, wo geht dann hier der Dampf rein und wo geht er wieder raus, wann ist er warm, wann wird er kalt. Das heißt, es gibt einfach einen anderen Zugang für Vermittlung, um Sachen erlebbar und erfahrbar zu machen. Und natürlich darüber hinaus noch ganz viele Möglichkeiten im Sinne von einer Forschungstätigkeit, Vernetzung und so weiter. Du hast es VR-Lab schon angesprochen, wir haben dazu auch ein kleines Video. Wir schauen mal, was ihr schon alles im VR gemacht habt. Ist eine ganze Menge und vielleicht kannst du uns dann einfach mal zu den Projekten kurz was sagen, wenn wir sie sehen. Wir schauen uns das nächste Video an. Genau, also wir haben verschiedene Objekte im VR-Lab. Da sieht man jetzt gerade den Mond. Das heißt, wir gucken uns einmal an die Apollo-Mission und das hier ist von Benz der Motorwagen, den man sich anschauen kann. Und hier dann war gerade die Dampfmaschine und zuletzt das Objekt ist der Lilienthal-Gleiter. Das heißt, es sind 4 sehr schöne, sehr besondere Objekte und das, was wir immer ganz spannend finden, ist dieses, dass wir die Objekte, wir sagen immer, in ihren natürlichen Lebensraum zurückversetzen, weil die natürlich, die Dampfmaschine steht bei uns in der Maschinenhalle mit anderen Maschinen und daneben steht dann, sie hat eine Spinnerei betrieben. Und viele Leute können sich das nicht unbedingt vorstellen, wie das aussieht. Und bei uns sitzt sie dann wieder dort in dem Raum und man kann rumgehen und sich das anschauen, genauso wie eben Lilienthal bei seinem Flug vom Fliegeberg beobachten. Das heißt, wir haben es ja jetzt quasi als 2D-Video gesehen, aber ihr habt wirklich diese, also bei Lilienthal die Landschaft drumherum nachgebaut, bei der Dampfmaschine die Spinnerei drumherum und man steht dann dort, man kann drumherum gehen und sich das alles anschauen. Genau, also man ist dann wirklich Teil der Szenerie. Wir machen das auch mit Partnern zusammen und das ist tatsächlich eben dann die Möglichkeit, da einzutauchen und das auch, glaube ich, emotional sich damit zu verbinden. Also es tauchen dann auch so Fragen auf von Kindern zum Beispiel, die dann auf dem Mond sind und sagen, ist es dort gerade auch so heiß wie bei uns, die vielleicht sonst nicht kommen würden. Würdet ihr sagen, dass ihr dadurch andere Leute erreicht vielleicht als bisher oder Leute anders erreicht, als ihr das bisher mit den klassischen Ausstellungen machen konntet? Ja, ich würde sagen, also ja, also wenn man den großen Bogen jetzt anschaut, wir leben ja in einer digitalen Gesellschaft. Das ist ein Satz, den hat man hier, braucht man hier, glaube ich, nicht zu erwähnen. Bei uns im Museum muss man das schon immer mal wieder sagen, dass es so ist und dass eigentlich Vermittlung ist heute digital. Punkt. Muss man einfach dazu sagen. Und wir haben natürlich die ganzen Möglichkeiten, die schon angesprochen worden sind, mit dem Digitalen. Also Rekontextualisierung, andere Besucherschichten anstreuen, andere Kanäle auch zu finden. Also die Webseite ist ja nur ein schon fast klassisches Medium, aber man kann mit solchen Ansätzen natürlich auch in Gaming-Bereich reingehen. Man kann neue Interessen wecken und auch neue Themen aufmachen, halt die man normalerweise in dem Ausstellungskontext nicht machen kann. Und man kann jetzt auch in der heutigen Zeit natürlich auch nach Hause kommen, sozusagen. Also man kann das Erlebnismuseum eben auch erweitern über die Mauer hinaus, quasi in die digitale Gesellschaft hinein, zu sagen, okay, ihr könnt das Museumserlebnis auch zu Hause haben und im besten Fall noch customizen, sozusagen. Jetzt würde mich interessieren, diese digitalen Technologien, wenn wir die jetzt so ein bisschen weiterdenken, also ihr seid ja schon ziemlich weit, aber trotzdem vieles davon, VR, der Hype ist jetzt erst ein paar Jahre, steht ja noch am Anfang.
Wenn wir das noch weiter in die Zukunft denken, wie stellt ihr euch denn das Museum der Zukunft vor? Und es ist nicht nur das Deutsche Museum der Zukunft, sondern das Museum der Zukunft. Vielleicht hat jeder von euch da noch eine Vision und einen bestimmten Schwerpunkt auch. Johannes, was ist dein Museum der Zukunft? Also mein Museum der Zukunft ist ein vernetztes Museum, wurde eingangs ja schon erwähnt. Also ich denke, interessant in Museen ist ohnehin erstmal, dass sie ihre Objekte ausstellen können. Aber nur ein Teil davon wird ausgestellt. Der Großteil der Objekte steht in Depots, in Restaurierungswerkstätten etc. Und über das Digitale kann ich nicht nur die Objekte im Haus, gegebenenfalls aus den Depots digital wieder neben die Originale stellen. Ich kann das auch vernetzen mit anderen Museen, kann vergleichen, kann Objekte in ihre Kontexte stellen oder zumindest sich gegenüberstellen. Und das Ganze ist ein enorm großer Aufwand, aber durch die Digitalisierung ist diese Vernetzung möglich. Das heißt dann AR, VR, also welche Technologie dann letzten Endes die Präsentationstechnologie ist, ist dann erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal, dass die Informationen in richtigen Formaten, in richtigen Standards, in richtigen Normalisierungsansätzen gespeichert sind, sodass ich sie über jegliche Suchmaschine durchlaufen lassen kann und gegebenenfalls eben sich digital dann zusammenstellen kann. Und geht es dir dabei jetzt nur um die Museumsbesucherinnen und Besucher, die irgendwie noch einen spannenderen Besuch haben, oder könnte das auch für Forschung oder in andere Bereiche neue Erkenntnisse bringen, sowas? Also auf jeden Fall. Gerade für die Forschung ist es natürlich super interessant. Bisher ist es so, die meisten Forscherinnen und Forscher gehen in ihre Archive und suchen sich Informationen zusammen, speichern vieles bei sich ab, schreiben viel auf ihren Notizzettel. Aber was man sieht, ist dann nur die Publikation. Und es gibt gerade einen großen Aufruf, diese Forschungsdaten, also alles, was im Rahmen der Forschung entsteht, an Informationen auch zu speichern, in der sogenannten nationalen Forschungsdateninfrastruktur, NFDI kurz. Und da bilden sich gerade Konsortien, diese Aufgabe sich anzunehmen, also diese Daten zu speichern. Und Museen sind natürlich ein großer Bestandteil in diesem großen Netzwerk von Forschung und Wissensvermittlung. Andrea, ich hoffe, deine Zukunftsvision hat was mit VR zu tun. Nicht nur. Ich glaube, das meine ganz viel, einfach weil wir uns im VR-Lab ganz konkret natürlich mit den Besucherinnen und Besuchern auseinandersetzen, hat sie ganz viel mit Vermittlung und Kommunikation zu tun. Und ich glaube, was man im VR-Lab ganz gut sieht, ist zum einen dieses, dass das Museum eine Fläche ist, um Technologie auszuprobieren. Und ich glaube, auch unabhängig davon, dass wir ein Technikmuseum sind, ist das generell der Raum, um neue Technologien auszuprobieren, um zu diskutieren. Und ich meine Vision für die Zukunft ist dahingehend eine Öffnung, also auch eine Öffnung im Sinne von einer größeren Teilhabe, dass wir dadurch, dass wir den Raum schaffen zu diskutieren über Digitales, mit Digitalem vor Ort, wir auch nicht nur unsere Geschichten erzählen, sondern auch andere Geschichten. Und dementsprechend glaube ich dann auch eine Veränderung in der Vermittlung haben. Mir ist dazu noch was eingefallen. Du spezialisierst dich auf neue Storytelling-Möglichkeiten mit digitaler Technologie. Wenn ihr jetzt solche Experiences baut, gibt es da vielleicht auch Effekte für die klassische Ausstellung, dass man dann was lernen kann für die klassische physische Ausstellung vom digitalen Storytelling, weil man einfach mit einem neuen Ansatz, mit einem neuen Blick mal drauf geht? Ich würde sagen, immer. Ich glaube, alles oder ich glaube, wir haben die Erfahrung grundsätzlich, wenn man irgendwie anfängt, mit neuen digitalen Technologien zu arbeiten. Auch jetzt vor ein paar Wochen haben wir eine Konferenz auch digital veranstaltet. Fängt man an, darüber nachzudenken, worum man sich da kümmert, warum man das vorher nicht analog gemacht hat. Also ich glaube, dass man grundsätzlich, wenn man was neu macht, immer ins Reflektieren kommt, auch über das Alte oder das Andere. Und deswegen würde ich auch immer sagen, es ist eben eine schöne Erweiterung und was Neues ausprobieren. Georg, du bist auch noch fällig mit deiner Vision für die Zukunft des Museums. Was kannst du noch an Ideen beisteuern? Ja, ich kann so ein bisschen beide Fäden eigentlich aufnehmen. Also die Schlagworte sind schon gefallen. Einmal Daten für die Forschung, aber auch eigentlich für alle und die Offenheit des ganzen Unternehmens. Ich rede immer davon ganz gern, dass die Museen eigentlich in Zukunft zu digitalen Plattformen entwickeln müssen. Also Plattformen im weitesten Sinne. Wir sind ja schon eine Plattform in dem Sinne, dass wir offener Ort sind von Leuten, die sagen wir mal, kostengünstig zu uns besuchen kommen und sich auch diskutieren können. Und das zu erweitern in den digitalen Raum hinein, um einmal A, offen zu sein für neue Impulse, die auch wieder die Museumsarbeit weiterbringen. Und dann B, auch einfach eine neue Relevanz zu erzeugen. Das heißt, es gibt ja diesen schönen Spruch, dass Daten das Rohöl des 21. Jahrhunderts sind. Und auch ein Museum ist voller Daten. Also es können die Daten sein, die wir jetzt gesehen haben. Es können Besuchsdaten sein. Es können auch irgendwelche Thermikdaten sein. Es kann alles Mögliche sein. Und dass man diese Daten halt nutzt, ein paar bewusst benutzt als Museum und sie selber nutzt und dann eben im Sinne einer liberalen Öffnung des Museums auch für Dritte zur Verfügung stellt. Also sprich für den Forschungsbereich, für den Bildungsbereich, auch für den kommerziellen Bereich, dass man sagt, quasi in diese
Gesellschaft mit integriert als ein Player, sage ich mal. Super, und wir beweisen jetzt auch noch Offenheit, denn wir haben Fragen aus der Audience und wir schalten mal ins Kontrollzentrum, uns die abzuholen. Genau, und zwar gibt es bei der Digitalisierung von Museumsstücken Kooperationen auch unter verschiedenen Museen? Also wäre es dahingehend nicht beispielsweise sinnvoll, eine Art internationale Plattform zu schaffen? Jetzt fehlt uns der Knopf im Bohr. So, ich habe ihn aber. Ich kann sagen, gibt es bei der Digitalisierung von Museen auch Kooperationen mit anderen Häusern oder vielleicht sogar eine internationale Plattform, um Technologien gemeinsam zu nutzen? Ich fange mal national an. Also das ist ja genau das Projekt, an dem wir mitarbeiten und in dem Rahmen das VR-Lab entstanden ist, also das Museum 4.0 Projekt in Deutschland. Und das ist ein Verbundprojekt, das gefördert wird vom BKM und entsprechend dazu beiträgt, Digitalisierung in verschiedene Museen zu bringen und ganz zentral den Punkt hat, dass wir eng miteinander zusammenarbeiten, dass wir Wissen austauschen, dass wir gegenseitig auch sozusagen Produkte austauschen und das Ganze dann auch für andere Museen zur Verfügung stellen. Da kann ich vielleicht ergänzen, klar, dass in dieses Zusammenbringen, dass es da enorm wichtig ist, dass man sich dann auf gemeinsame Standards und Handlungsanweisungen einigt. Das kann natürlich vielfältig sein, aber um die Objekte dann letzten Endes digital dann auch nachnutzen zu können, in verschiedenen Plattformen, Datenbanken etc., ist es wichtig, dass man sich dann auf zumindest einige Standards einigt. Und das heißt, auch da ist der Netzwerkgedanke und der gemeinsame Arbeitsgedanke enorm wichtig. Sehr gut. Wir haben noch eine Frage. Genau, und zwar basiert ja die Erfahrung in Museen eben nicht nur aus dem Sehen, sondern ist es eine multisensorische Erfahrung. Und wie wird quasi diese multisensorische Erfahrung denn sichergestellt? Also die Frage war, wie die multisensorische Erfahrung im Museum sichergestellt wird, weil es geht ja nicht nur um Sehen, sondern auch um andere Sinne. Habt ihr schon Geruchsspender und andere Dinge integriert in die Ausstellung? Also Geruchsspende haben wir nicht, aber natürlich denken wir das mit, auch dass natürlich Virtual Reality ist genauso, also auch ist vor allem das Sehen, aber da kommt natürlich auch dazu, dass man Haptik mit integrieren könnte, dass man auch wieder weggeht von den Brillen. Wir arbeiten gerade auch dran, dass wir mit 3D-Projektionen was experimentieren, wo man dann sozusagen auch wieder vielleicht ein Gemeinschaftserlebnis hat, wie bei Augmented Reality. Ich glaube, dass das unabhängig davon immer in irgendeiner Form eine Rolle spielen sollte. Und da steht an erster Stelle bei Vermittlung steht, was möchte ich vermitteln? Und danach kommt dann, mit was ich das mache, ob ich das mit Technologie oder ohne mache oder mit VR oder ohne und wie viele Sensoren, wie viele Sinne ich ansprechen kann. Ich will das eben gerne auch ergänzen, weil im Grunde es war ein Ausgangspunkt für uns, überhaupt mit VR anzufangen, weil es eben schon per se die Wahrnehmung ja erweitert. Also man hat ja nicht nur, dass man sagt, okay, man sieht jetzt anders, sondern man sieht halt räumlich, man ist drin, diese Immersion beim VR. Man kann Töne beispielen, das heißt, das ist was komplett anderes, als wenn ich jetzt den normalen Segelflugapparat von Lilienthal in der Vitrine sehe. Oder wenn ich jetzt drin sitze in der Brille und ich sehe das, ich höre den Wind rauschen, ich sehe die Vögel zwitschern und sehe dann auch, wie Lilienthal halt von dem Berg springt. Das ist schon viel, da ist auch viel mehr drin an Sinnen, die da eine Rolle spielen. Der nächste Schritt wäre natürlich sowas wie Haptik, weil Museen klassischerweise Orte sind, wo ich nichts anfassen darf. Wir haben klassisch in den Ausstellungen sehr viele Anfassexperimente, wie sie bei uns heißen, schon seit den 60er Jahren. Und das jetzt zu erweitern auf den digitalen Raum ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Da haben wir auch einen Projektentwurf, zumindest in der Begutachtungsphase, eventuell Haptik auch in die virtuellen Realitäten zu bringen. Ja. Super, ich würde gerne nochmal auf, das habe ich vorhin noch ganz vergessen, als du es angesprochen hattest, auf die Depots zurückkommen. Wie können wir uns das vorstellen, was da alles noch lagert? Ich glaube, die meisten kennen nur hier die ganz normalen Ausstellungen. Also was heißt es, dass ihr da noch mehr Exponate hervorholen könnt, digital, die wir alle bisher noch nicht sehen oder erleben konnten? Von welchen Mengen reden wir da und von was reden wir da eigentlich? Ich kann ganz kurz anfangen. Also man sagt so, dass von uns 10% in etwa ausgestellt wird und die 90% in den Depots gelagert sind. Das sind alle möglichen Objekte von mini-klein bis wirklich Flugzeuggröße in unserem Fall. Ein Beispiel ist zum Beispiel der BMW Wendler, also Stromlinien-Coupé.
den wir jetzt CT gescannt haben. Und das war insofern wichtig, weil es nämlich darum ging, ist dieses Auto überhaupt noch in einem Zustand, das wieder ausstellen zu können. Also dass man muss eben bei den Depotobjekten immer wieder prüfen, in welchem Zustand sind sie. Da sind Restauratorinnen dran, die dann eben auch prüfen, ist das Material noch gut, kann man dieses Objekt überhaupt aus dem Depot wieder rausholen. Und auch da liegt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass Depotobjekte man nicht ohnehin einfach mal kurz scannen kann, weil die sind oft eingehaust, also in großen Kästen zur Sicherung, oder sie sind schlichtweg nicht zugänglich. Oder sie sind im Zustand, dass, wenn man sie anhebt, im Endeffekt sie ihren Zustand verlieren würden. Und wie habt ihr das Auto in den CT gebracht? Tatsächlich transportiert, das ging noch. Aber es gibt solche großen Geräte, wo ein Auto reinpasst? Das ist sehr beeindruckend. In Fürth. In Fürth? Ja. Aber das klingt sehr teuer. Also wie viel wie lange würde das dauern und wie viele Mittel bräuchte da? Das habe ich mich vorhin schon bei dem Video gefragt. Wie lang dauert sowas, ein Objekt zu digitalisieren? Und über Geld müsst ihr nicht sprechen, aber wenn ihr wollt, dürft ihr. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung. Also wir sitzen natürlich jetzt hier als Vertreter eines sehr, sehr großen Museums, also weltweiter Player, sage ich mal, wo wir einfach von der Hausgröße natürlich andere Kapazitäten zur Verfügung haben als kleine Museen. Deswegen sind solche Verbundprojekte wie Museum 4.0 halt wichtig, wo wir versuchen wirklich von, wie wir, fast 700 Mitarbeitern bis zu Häusern, die nur 10 Mitarbeiter haben, versuchen, diese Methoden und so weiterzuentwickeln, dass die halt generell nutzbar sind. Deswegen sehen wir unsere Aufgabe auch so ein bisschen in der Pionierarbeit, dass wir ausprobieren können, aus der Situation, wo wir sind, was für Techniken gibt es, wie kann man die vor allem ökonomisch verwenden, was muss auch vielleicht gar nicht so teuer sein und was kann man auch mit normalen Mitteln auch erreichen. Und da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg und da sind wir auch mit unserem Partner im Austausch. Allein wenn man sagt, die 3D-Scanner, die wir beschafft haben, das sind schon höhere Summen, sage ich mal. Das ist für andere Häuser absolut nicht machbar. Aber dann kann ich überlegen, welche Techniken ziehen wir raus oder haben auch die Erfahrung, was lohnt sich dann zu scannen, was lohnt sich nicht zu scannen, um daraus Methoden zu entwickeln, die wir wiederum an andere Häuser weitergeben können. Super, ich hätte jetzt noch eine Servicefrage für unser Publikum, weil jetzt das Museum gerade geschlossen ist. Das heißt, nur das digitale Museum ist offen. Wie kann man denn eure Arbeit auch jetzt schon nutzen im Shutdown, damit man auch jetzt das Deutsche Museum besuchen kann? Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, über die Webseite wird man direkt weitergeleitet auf die digitalen Angebote. Das ist dann eine Seite, wo mal alles gebündelt ist. Wir haben relativ viele Videos, die gerade und auch in den letzten Monaten und auch schon davor entstanden sind, die durchs Haus führen, hinter die Kulissen führen, 360 Grad Einblicke geben. Und ich glaube, das große Ganze ist der virtuelle Rundgang, der zur Verfügung steht. Da kannst du vielleicht besser noch was dazu sagen als ich. Ja, das haben wir ganz kurz in dem Video auch vorhin gesehen. Es war auch eine Kooperation mit einer lokalen Firma. Wir haben das Haus halt gescannt, so wie es im Moment ist. Man kann es halt virtuell betreten. Man kann durchlaufen, durch alle Bereiche durchlaufen. Man kann sogar durch Bereiche durchlaufen, die jetzt schon geschlossen sind. Also auch in der Art von der Dokumentation. Wie war das Haus mal? Und das ist sehr gut angekommen. Das kommt immer noch sehr gut an. Und wir verknüpfen das halt mit unseren Angeboten. Also diese Öffnung der Depots, die du vorhin angesprochen hast. Natürlich kann man über unsere Webseite auch einfach in den Sammlungen recherchieren und sieht eigentlich mehr da in den Online-Formaten, als man vor Ort in Vitrinen sieht, weil man eben da auch die Sachen hat, die normalerweise in Depots versteckt sind. Super, jetzt sagt jeder mir noch zum Abschluss ein Objekt, das ihr unbedingt digitalisiert haben wollt in nächster Zeit oder was das Spannendste ist, was jetzt digitalisiert wird oder was bisher digitalisiert wurde, euer Lieblingsobjekt. Und dann werden sicherlich morgen alle diese Webseite stürmen. Also Lieblingsobjekt ist natürlich immer schwer herauszuziehen. Wir haben ja schon viele schöne Sachen gemacht. Wir haben natürlich auch schon die ein bisschen die Creme auch rausgesucht, die wir besonders wollten. Spannend sind natürlich für mich die ganz großen Objekte. Also wirklich, weil das steht das Deutsche Museum für. Wir haben halt die großen Flugzeuge, wir haben Züge. Da müssen wir halt schauen, wie wir da nochmal rangehen. Also allein das Schiff in der Vorhalle bei uns, wie wir das nochmal so scannen können, dass auch wirklich eine Erfahrung ist, die es wert ist, sie digital aufzubereiten. Das wäre so eine Herausforderung. Andrea, hast du ein Lieblingsobjekt? Oh ja, ich habe definitiv auch ein Lieblingsobjekt, aber ich glaube, jetzt zum Digitalisieren musste ich gerade dran denken, dass wir vor ein paar Monaten, haben wir eine eigentlich Spaßanfrage auf Twitter aufgenommen, dass wir den Faradayschen Käfig, den kann man ja
sich anschauen bei uns und in Action sehen und dass wir da doch mal ein 360-Grad-Video machen sollen. Und wir haben tatsächlich die Kamera in diese Kugel gepackt, haben die hochgefahren und dann die Blitze angemacht. Und ich fände das schön, das weiterzudenken, tatsächlich dann vielleicht irgendwie in Zeitlupe oder nochmal Zusatzinformationen. Das fände ich total spannend, weil das einfach auch was ist, was, glaube ich, ganz vielen Leuten im Gedächtnis bleibt, wenn sie bei uns im Haus sind. Stimmt, der ist mir noch aus meinem Schulbesuch damals, als wir aus Nürnberg mit der Schule hergefahren sind, da ist mir der Vaterische Käfig noch in Erinnerung. Johannes, hast du ein Lieblingsdigitalobjekt oder ein, das digitalisiert werden sollte? Also da sind wir auch schon dran tatsächlich. Was ich sehr spannend finde, sind schlichtweg die Dioramen. Also die kleinen dreidimensionalen Räume, die quasi ganz analog noch zeigen sollen, wie ein Objekt, das wir vielleicht im Original im Haus stehen haben, in einem Surrounding, in einem Umfeld aussah. Und diese Dioramen selbst sind Kunstwerke und die lohnen sich auf jeden Fall anzuschauen. Und die zu scannen ist erstens eine sehr schöne und auch eine sehr aufwendige Aufgabe, aber das wird sich auf jeden Fall lohnen. Sehr gut, ich danke euch sehr. Das hat Lust gemacht auf Museum, sowohl digital als auch analog. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit Krishan und Joscha Bach, KI-Philosoph, Kognitionswissenschaftler und ein faszinierender Gesprächspartner. Unsere Space Tiki Bar in VR ist auch durchgehend geöffnet. Die könnt ihr natürlich gerne besuchen über einen der Buttons hier. Die Erklärung dazu gibt es unter im Fragezeichen-Button auf der anderen Seite. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Georg, Andrea und Johannes aus dem Digitalteam des Deutschen Museums und natürlich auch nochmal beim Deutschen Museum, unserem Partner. Und genau, jetzt geht's weiter mit Krishan und Joscha Bach. Viel Spaß damit.